Hi Leute, ich fände es toll, wenn die Würfel fallen und ihr beim nächsten Spielzug vom Cube Gameplay Transport Weaver 2 wieder dabei seid. Ihr wisst schon, ein Like, Abo oder Kommentar erhalten die Spielfreude an diesem Game. So, jetzt geht's aber los. Auf ins nächste Cube Adventure. So, herzlich willkommen zur 120. Folge der zweiten Staffel. Hier haben wir unsere Neuerscheinung, unsere neue Errungenschaft. Und zwar unsere Strecke rein südlich gesehen auf der Map. Von Münster über Dresden, Leipzig, München nach Stuttgart. Ich hoffe, ich habe keine Stadt vergessen. Jo. Wir werden hier mal reinhüpfen. Oh, ist relativ viel Betrieb auf dem Bahnsteig, wie ich das so sehe. Gut, hier haben wir den Blick aus dem Fahrerstand. Sieht's innen drinne. Ja, sieht ganz nett aus. Nette Bestuhlung. Ja, steige ein und schau nicht. Oder ist es etwa nicht dein Zug? Das ist nicht dein Zug, gut, dann kannst du hier halt nicht einsteigen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier mal irgendwie den Fahrerstand wieder erwischen. Und dass wir hier mal unsere Mitfahrt machen, würde ich sagen. So, mal gucken, dass wir hier mal ein Stück nach vorne kommen. Und dann passt das. So. Los geht's. Gut, das ist alles altbekannte Strecke. Ja, vielleicht habt ihr schon bemerkt, wir sind jetzt hier wirklich im letzten Zug, im dritten Zug. Habe ich mich mal dazu entschlossen, die anderen beiden fahren zu lassen, vorfahren zu lassen. Und dass wir jetzt hier mal mit dem letzten Zug in der Linie mitfahren. Wir haben ja bloß drei Züge. Genau. Jetzt einfach mal auf unsere altbekannte Strecke. Ein bisschen Neubau haben wir gemacht am Anfang und am Ende der Linie, dass wir in Stuttgart halt reinkommen und in Dresden ordentlich rein und wieder raus. In Dresden nutzen wir den neuen Bahnsteig, den wir da gebaut haben für unsere schnelle Hyper-Train-Zuglinie. Und ja, gut, mit 140, ich hoffe, wir halten hier keinen auf. Aber unsere Güterzüge sind da auch unterwegs. Wow, ich glaube, das passt schon. Wir gucken uns das einfach an. Momentan haben wir hier nicht allzu viel Betrieb auf den Gleisen. Also noch ist uns kein Zug entgegengekommen. Wir müssen mal gucken, wo es hier dann eventuell ja, eng wird. Vielleicht um Leipzig rum oder München. Schauen wir halt einfach mal. Wenn es da wirklich zu eng wird. Und wir da irgendwie irgendwas verstopfen, weil wir nun doch relativ viel Züge schon haben. Dann müssen wir da halt Hand anlegen und ein bisschen ja, was verändern. Aber momentan ist es erstmal noch nicht nötig. Wir schauen einfach mal und fahren. Genau, hier geht's im Tunnel. Im Tunnel müssten wir jetzt eigentlich links abbiegen und dann wieder raus. Genau. Hier mehr oder weniger das neue Gleis, haben wir neu gelegt, diese Aus- und Einfahrt nach Dresden. Gut, hier können wir vielleicht mal einen beschränkten Bahnübergang machen, würde mir besser gefallen. So, mal gucken, ob der Kollege hier schon raus ist aus dem Gleis und wir, da kommt er. Genau, nettes Türkis. Wir schlängeln uns hier ganz vorsichtig mit nicht allzu viel Tempo. Nach Dresden rein. Da hinten flackert die Mona Lisa. Ja, dann lass sie flackern. So, hier in Dresden steht eine Person. Ich hoffe mal, der möchte mit uns mit. Ja, auf dem Nachbargleis steht auch 1, 2, 0. Da stehen mehrere Personen, okay.
Mal sehen, vielleicht haben wir jetzt mal den ersten Fahrgast hier. Wir schauen einfach mal. Ja, wir haben den ersten Fahrgast. Er hat den Zug jetzt für sich. Oh, zwei Fahrgäste, sorry. Wir haben den Fahrgast. Quatsch, wir haben den Fahrgast. Drei Fahrgäste haben jetzt den Zug für sich allein. Oh, ich muss mal gucken, dass wir hier wieder nach vorne kommen an die Spitze des Zuges. Mal sehen, vielleicht bleiben wir einfach mal hier so sitzen. Jetzt sollen wir einfach mal mitfahren. Sehen wir vielleicht ein klein bisschen mehr von der Map. Also relativ. Sitzen wir sozusagen auf der Ecke des Daches. Und fahren hier einfach mal mit. Ach, ist keine schlechte Position. Mal andere Gamer auch. Wir fahren hier mal mit. Heute mal. So, dann geht's hier wieder auf dem Stück. Da ist wieder ein Stück Neubau. Und dann fehlen wir uns ins vorhandene Gleis ein. Genau, mal schauen, ob wir freie Fahrt haben oder ob hier eventuell andere Züge Vorrang haben. Aber es sieht ganz gut aus. Ich glaube, wir können hier beschleunigen, wenn wir denn hier die ganzen Kurven und Weichen hinter uns gelassen haben. Genau, hier geht es jetzt Richtung Leipzig. Na dann beschleunigen wir mal auf unsere 140 km/h. Los geht's. Gut, hier an der Strecke ist erstmal nichts Spektakuläres, führt relativ viel über Land. Flüsse, hier links die Schnellzugstraße, hier der Kollegen-Güterzug. Ja, hier auf dem Nachbargleis ist ganz schön was los. Wie wir gerade so sehen, der nächste Güterzug. Ja, aber ich glaube, die fahren auch alle nicht schneller als 120. Vielleicht der eine oder andere 160. Okay, aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas blockieren. Jetzt kommen wir hier halt nach Leipzig rein. Hier kommen die nächsten Kollegen. Oh, die stellen sich schon an, die sortieren sich ein, warten, bis sie in der Reihe sind. Sieht aber nicht danach aus, als wenn sich irgendwas staut oder so. Scheint ganz normaler Zugverkehr zu sein. Genau, wir müssen ja direkt nach Leipzig rein. Weil wir hier anhalten natürlich. Wir haben ja hier einen Banff, den wir anfahren, wo wir dann eventuell Leute mitnehmen, Leute aussteigen lassen, wie auch immer. Genau, wir werden uns dann, wie gesagt, jetzt mal um den südlichen Teil mehr kümmern. Wir werden mal gucken, was Leipzig hier an Waren noch benötigt oder ob die Stadt generell ein bisschen mehr wachsen kann. So, wir fahren hier rüber in dieses Gleis. Mal gucken, ob ich hier mal ein Stück runterkomme irgendwie. Ja, das komme ich und ich komme schon dann ein Stück nach vorne. Stück rüber und dann sind wir eigentlich wieder auf unserer Position, wo wir rein möchten. Oh, wir haben Zuwachs bekommen. Ganze 10 Fahrgäste möchten mit. Hier auf der rechten Seite unsere Güterzüge, die nutzen immer noch den Personenbahnhof als Durchfahrt. Haben wir ja gesagt, wenn wir die Gleise wirklich benötigen, dann machen wir die frei, aber das sieht momentan nicht so aus. Also die Personenzüge teilen sich hier noch die Gleise nach wie vor. Das passt. Hier kommen wir auch auf unser Gleis. Nach München geht's jetzt. Gut, jetzt müssen wir einen Moment warten. Müssen wir ja irgendeinem anderen Zug die Vorfahrt lassen. Aber das ist halt so. Dadurch werden ja unsere Züge auch mal so ein bisschen, ja,
auseinander addiert. Oh, da hat ein Güterzug Vorfahrt, okay. Aber der scheint ja auch recht flott unterwegs zu sein, von daher mache ich mir jetzt nicht die Gedanken, dass wir hier lange stehen. Sollte das nächste Signal passieren, die nächste Weiche, und dann geht's auch schon wieder los. So schaut's aus. Mal gucken, er fährt im Tunnel, da fahren wir glaube ich auch hinterher. Zack. Wir haben freie Fahrt. Ja, die Signale stehen hier recht kurz hintereinander, von daher gibt es hier mal relativ viele kurze Abschnitte, die freie Fahrt haben, und da sehen wir auch schon München voraus, genau, mit seinen Hochhäusern, Wolkenkratzern, und da ist der Güterzug, genau, der sollte eigentlich nach rechts, wir müssen jetzt hier so Richtung links fahren, genau. Da haben wir auch freie Bahn nach vorne, Einfahrt in den Bahnhof, so wie ich das sehe. Mal gucken, welches Gleis wir hier nehmen. Sieht erstmal ganz gut aus. Stehen einige Passagiere, ob die alle mit uns mit wollen, werden wir sehen. Wir können rein theoretisch noch 66 Personen mitnehmen. Mal schauen, wer hier alles reinhüpft und dann eventuell nach Stuttgart möchte. Momentan gar keiner, es steigen 10 aus und mehr steigen auch nicht ein. Gut, wäre mal gut zu wissen, wo die alle hin möchten, auf was für einen Zug die warten, dass wir da eventuell sagen, ja, wir verstärken hier irgendwas. Also München ist recht voll hier mit Passagieren, die irgendwo hin möchten. Vielleicht nach Nürnberg, keine Ahnung, fahren wir mal. Vielleicht macht es Sinn zu sagen, fahrt mal bis Stuttgart, fahren dort nach Nürnberg oder Frankfurt, wo ihr auch immer hin wollt, keine Ahnung. Okay, das ist alles hier noch hoch, auch vorhandenes Gleis. Wir haben hier gebaut wie wild, Brücken hoch, runter. Wie man sieht, also hier hat sich ordentlich was getan in den letzten Folgen. Genau, hier haben wir gesagt, fahren wir über die Brücke Nürnberg und dann biegen wir eigentlich, lassen wir Nürnberg rechts liegen und wir biegen nach links in Richtung Stuttgart ab. Genau, wie gesagt, dann wir nutzen die Gleise hier mit, wollen nicht schon wieder neue Brücken, neue Gleise über den Fluss bauen. Ich glaube mal, nach Brücken haben wir eigentlich genug. Sollten wir gucken, dass wir die lieber haben, nutzen. Das reicht völlig aus. Und was mir gerade hier so aufwirkt, die ganzen weißen Bäume, sind das Winterbäume? Hm. Ich glaube, ich muss mal gucken, ob ich irgendwo die Herbstmod finde. Dass ich die einfach mal installiere und dass wir mal sagen, wir fahren hier mit der Herbstmod mal durch die Gegend. Wäre ja passend. So, hier sollten wir uns jetzt in irgendeiner Art und Weise, glaube ich. Eigentlich sollten wir uns hier nach Stuttgart verabschieden. Hm. Wir fahren über Frankfurt, wie ich das sehe. Lieber Nürnberg. Das ist irgendwie nicht. So war nicht der Plan mit meinen Zügen. Wir sollten eigentlich eine andere Route nehmen. Also eigentlich nicht diesen langen Weg. Okay, dann fahren wir hier rum. Mhm. Das ist jetzt irgendwie, glaube ich, über Düsseldorf, wenn mich nicht alles täuscht. Dann irgendwie Frankfurt und... Ja, das passt nicht. Das passt nicht, Jungs, was ihr hier gebaut habt. Ihr fahrt definitiv verkehrt nach Stuttgart. Da wollten wir nicht lang.
wir sehen selber hier. Stapelt sich, hier stapeln sich die Züge, das ist nicht gut. Wir müssen mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen Entwirrung sorgen. Also hier stehen die Züge, das ist nicht. Nee, das gefällt mir nicht, da müssen wir was ändern. Mit der nächste. Und wenn jetzt nochmal die drei dazukommen, dann wird es ja nochmal voller. Gefällt mir nicht wirklich. Okay, lasst uns mal an der Stelle hier rausspringen. Ich muss mal gucken, wo und warum sich die Linie hier so komisch lang schlängelt, was eigentlich gar nicht sollte. Rein theoretisch sollten wir uns hier lang bewegen. Warum auch immer du hier nicht lang fährst, das gefällt mir nicht genau. Nämlich genau hier solltest du lang fahren. Lass uns hier mal kurz die Pausentaste drücken. Haben wir noch extra schön gebaut. So, und wir haben doch gesagt, hier in Stuttgart fährst du doch bitte in Gleis. Ne, 12 gefällt mir nicht. Ja, die 11, die 10, sieht's mit der 7 aus, die 7. Das ist eigentlich deine Strecke, mein Freund. Und nichts anderes. Ja, dann machen wir das mal anders. Wir gucken mal. Wo sind hier unsere Züge? Wie bekommen wir die jetzt hier? Seid ihr alle? Ihr müsst hier oben im Tunnel, okay. Das heißt, du passierst jetzt hier gerade im Wuppertal. Was dann irgendwie. Das ist die 44. Fährst du jetzt lang? Du kommst hier lang und ist das rein theoretisch hier auch richtig? Ja. Dann werden wir mal folgendes machen. Dann kurz mal hier die Pausentaste. Mal gucken, wo du jetzt lang bist. Würde mich interessieren. Du gehst da ab. Schade. Da lang ab. Fährst hier. Kommst du auch nicht auf den Gleis. Gib mir bitte mal ein Gleis. So, meine 400 hätten wir hier mal. Würde ich hier ganz gerne mal ein Gleis rausziehen.
wäre dieses Gleis mal hier. Langziehen. Hätte ich ganz gerne eine Brücke, meinetwegen mal ohne, ist mir egal. Dann geht's hier rüber. Geht schon wieder ein Stück runter. Zack. Dann will ich dich hier ganz gerne mal ansetzen und hier irgendwie rein. Gucken wir mal, ob wir dich jetzt hier nicht dazu bewegt bekommen, dass du hier abbiegst. Auf das Gleis, wo du eigentlich hin sollst. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, lass uns hier mal ein Signal platzieren. Das wäre die 44. So, mal Nummer 43. Wo bist du? Du fährst gerade los von Stuttgart. Bin dich nur umgedreht. Moment, lass mich hier mal ganz kurz die Gleise schnappen. Mal gucken, ob wir hier irgendwie reinkommen. So und so. Warte, ich drehe nochmal kurz. Dann machen wir ein Stück vor. Dann drehen wir dich mal um und dann hoffen wir mal, dass du jetzt in den Bahnhof hineinfährst. Da wo du hin willst. Ja, das sieht gut aus. So, das ist die 43, aber dann sind wir bei die 42 hier irgendwie noch dahin bekommen, wo wir hin sollen. Sehr schön. Die 44, wo bist du? Oh, das ist da schon sehr schön. So, damit können wir mal kurz die Pausentaste drücken. Wir können hier mal das Stück Gleis wegnehmen. So wie. Lass uns hier nochmal anzeigen, das schaut gut aus. Sehr schön, du bist da dran, du wartest. Perfekt. Du wartest da im Tunnel, das sieht auch gut aus. Und du müsstest hier schon. Genau. So, lass uns mal hier noch das Ding wieder abbauen. Das war ja halt nur für die Überfahrt hier, dass sie ihr richtiges Gleis finden. Sehr schön. So, du fährst im Bahnhof ein. Dann werden wir mit dir mal hier reinfahren in den Bahnhof Stuttgart, haben wir so noch nicht gemacht gehabt, dass wir hier in den Bahnhof so reinfahren, oberhalb des Zuges.
Berlin Hauptbahnhof, meinetwegen. Wir sind jetzt Stuttgart, wir fahren aber nicht nach Berlin, sondern wir fahren dann zurück nach München, soweit ich weiß. Genau. So, wir gucken mal, was wir hier an Kameraperspektiven mitnehmen können. Nicht wirklich viel. Da steht der Kollege, das passt. Gut, dann fahren wir hier mal durch den Tunnel und dann geht's hier gleich raus und dann haben wir eigentlich unser neues Gleis, das haben wir hier gebaut. Jetzt sind wir endlich zum Glück auf dem Gleis, wo wir hin wollen. Und die Linie hat hier richtige Strecke gefunden. Keine Ahnung, warum das hier durcheinander gewürfelt worden ist. Und ich meiner Meinung nach in der letzten Folge eigentlich gerade gerückt, aber gut. Manchmal ist das Spiel halt ein bisschen eigensinnig. Ja, vielleicht auch manchmal man selber, wie auch immer. Gut, hier das kleine Stück Neubaustrecke. Da vorne werden wir uns dann schon mal einfädeln auf die vorhandene Strecke und dann geht es hier auch schon wieder los. Ich glaube, wir haben ein gutes Signal. Wir müssen einen kleinen Moment warten. Oder war das nur wegen der Kurve? Das war die Geschwindigkeit, die reduzieren. Ja, das war nur wegen der Kurve. Genau, hier unten der Stadler Butler. Cool. Fahren wir mit ihm jetzt mal hier zeitgleich. Er hat ja auch hier so eine nette Strecke über die Brücke rüber. Und dann zack, zack. Geht's dann auch schon wieder runter. Da kommt der Kollege. Oh, Zug hat etwas geladen, nicht viel, aber etwas. Genau, hier in Düsen haben wir unseren 140. Ja, irgendwie sieht das komisch aus. 140 sieht nicht aus wie 140. Aber okay, also scheint die Kamera vom Zug irgendwie ein bisschen komisch zu sein. Aber ist halt so. Gut, mal gucken, ob wir hier in München in unser Gleis reinkommen, wo wir rein möchten. Eigene Gleise hingelegt, die hat man neu gelegt, genau, weil wir die Zugstrecke mitgenutzt haben. Mussten wir hier nochmal so eine kleine Kreuzung bauen, dass wir hier in den Personenbahn noch reinkommen. Der führt ja im Prinzip durch die Vorgärten der einzelnen kleinen Läden vorbei. Nicht verkehrt, Einfahrt mit dem TGW. Genau, wo wir wieder in München wären, wo der Bahnsteig hier relativ voll ist. Da wollte ich ja eh nochmal gucken. Aber warum halten wir jetzt eigentlich nicht in München an? Mann. Linie verwalten, was ist hier los? Stuttgart nach Stuttgart fahren wir nach München. Warum? Irgendwie ist es mit der Linie da noch ein bisschen komisch. Wo fährst du denn lang? Halt's mich doch nicht aus. Wir machen es mal ganz anders. Wir nehmen mal unsere. Weg, bitteschön, weg, bitteschön, weg. So, wir gucken mal. Wir würden ja rein theoretisch jetzt hier lang.
Und einmal hier lang. So, ich möchte jetzt wirklich nur diese Strecke sehen. Keine andere. Wir fahren in Münster, fahren wir los. So, wir nehmen uns mal eine Farbe, die wir sonst eigentlich nirgends wo haben. Ich nehme mal hier so ein helles Lila. So, hier geht's los. Wir fahren nach Dresden Transfer. Da geht's hier hin und dann geht's hier wieder zurück. Das ist richtig. So, Haltestellen hinzufügen nach Dresden Transfer fahren wir über diese schönen bunten Gleise nach Leipzig. So, in Leipzig hätte ich ganz gerne diesen Bahnsteig. Das wäre nicht die 8, auch nicht die 7, die 6, das wäre die 5, glaube ich. Genau. Da hätten wir die 5. So, dann geht's weiter nach München. So, die Strecke geht hier weiter. Hier rein. Das scheint hier zu passen von Leipzig. Ist richtig? Ja. Es passt. Wir düsen hier lang, da lang, hier rüber. Hier hätte ich aber gerne das Gleis, nicht die 5, nein, hier hätte ich ganz gerne die 4, bitteschön. Ne, die hätte ich auch nicht, ich hätte hier ganz gerne die 6. Hier nehmen wir die 6, sehr schön. Von der 6 aus kommen wir nicht hier rauf. Wir müssen hier rauf. Ah, alles klar. Wir müssen nämlich hier rauf in München. Da lag der Fehler. Wir müssen doch hier die 4. Wir müssen hier die 4 nehmen. Mal gucken, wie wir von hier nach da kommen. Und vielleicht lasst uns hier hinter mal ganz rüber wechseln. Wir nehmen die 6. Schnellzuggleise. Lass uns das hier mal wechseln. So, wir schieben dich hier mal beiseite. Die können wir mal zumachen, die schieben wir beiseite. Gut. So, dann hätte ich hier mal ein paar Gleise gerne. Ich nehme mal hier auch mal mit.
So, dabei würdest du jetzt erst einmal hier reinfahren, wo du rein solltest. Dann stehen wir hier in München, zack, zack. Wir können hier rausfahren, können hier dann nach Stuttgart fahren. Nach München peilen wir Stuttgart an. So geht's dann hier lang. Hier durch rein und dann sind wir in Stuttgart. Genau, eine Haltestelle hinzufügen wäre hier Stuttgart. Rechne, rechne, rechne. Sehr schön. So, er nimmt hier auch unsere Route. Das Ganze zweigleisig, das schaut gut aus. So, dann landen wir wieder in München. Die 4, wir gucken mal, ob wir hier mit der 3 klarkommen. Das passt. So, und dann geht's nach Leipzig wieder. Nach München. Vielleicht mal die 6 sehen wollen. So, dann hätten wir da die 6. Das sieht gut aus. Aber wir müssen ja nochmal irgendwie nach Dresden kommen. Zack, danach geht's hier nach Dresden Transfer. Dresden Transfer wäre die 4 und da hat er jetzt für uns die 3 erwischt. Na, können wir ruhig die 4 nehmen. Die ist dann hier für uns und das andere lassen wir hier Hypertrains. So, hier geht's rein raus, hier geht's auch rein raus. Damit bist du hier zweigleisig. So, dann solltest du hier in Leipzig definitiv auch zweigleisig sein. Wow. Schön bunt aus hier. Ja, hier teilt sich das. Hier bist du auch definitiv zweigleisig. Erst hier durch in Leipzig. Das sieht gut aus. Yep. So, damit hätten wir die Linie erstmal versorgt, würde ich sagen. Hätten wir sie jetzt richtig gestellt. Damit fährt jetzt unser Starter Ring erstmal richtig. Gut, wo haben wir ihn, unser Saugenproblemkind? Du bist hier natürlich jetzt schon viel zu weit gefahren und bring dich noch umgedreht. Bring dich noch gewendet? Ah, ich glaube nicht, macht keinen Sinn. Wir lassen dich fahren, wir lassen dich ziehen. Einfach mal dahin, wo du möchtest. Du wirst irgendwann schon noch mal deine richtige Linie und deinen richtigen Weg finden. Aber gut, auch das gehört dazu, dass die Züge sich ihre Wege manchmal suchen müssen.
wenn hier irgendwas nicht klappt. Genau. Gut, ich halte meine Klappe, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Excel-K. Ciao, ciao.